Eins, zwei, okay. Ja, herzlich willkommen zum LernOS Rockstar Camp. Karl-Heinz, Simon, wo bist du? Hier. Okay. Ja, herzlich willkommen an alle Teilnehmer hier im Raum, aber auch an alle Teilnehmer im Livestream. Simon hat uns zur Vorbereitung was mitgegeben. Ich lese es einfach mal vor, weil er gesagt hat, dass es ihm für die Konzeption der Veranstaltung sehr wichtig ist. Und zwar hat er gesagt, mir ist als Botschaft wichtig, dass wir ein Community-Event und keine Business-Konferenz sind. Es geht also nicht nur um den Tag der Veranstaltung, sondern um alle anderen 364, in Schaltjahren 365 Tage, in denen die Community-Mitglieder sich auch mit diesen Themen beschäftigen. Also wir sind hier heute eine Veranstaltung, wo es darum geht, uns mal persönlich auszutauschen. Wir sind aber eine Community, die auch übers Jahr hoffentlich weiter diskutiert, weiter arbeitet und einfach heute den Tag mal nutzen möchte, die Ergebnisse abzugleichen. Wenn ich mal auf das Chart hinter mir eingehen darf, dass wir heute so gut versorgt sind, liegt auch teilweise daran, dass wir eine Menge an Sponsoren haben, eine Menge an Helfern. Ich gehe mal kurz durch, wen wir als Sponsor haben. Brauche ich meinen Spickzettel. Telekom haben wir den Winfried Ebner, ist er da? Drum also rechts. Beifall für den Winfried. Hallo. Von der SMA die Julia Wieland. Da. Dankeschön. Von der SAP die Sydney Sosnowski. Seide, glaube ich. Seide Sosnowski, okay. Von der DATEV Knut Eckstein. Hallo, vielen Dank. Von Maibaum und Wolf, Gerrit Mauch. Und den Volker Maibaum sogar. Und da, okay. Ah, da vorne, ja. Volker Maibaum, okay. Managerseminare haben wir niemanden da, die haben uns Material geschickt, Simon. Genau, die haben die aktuelle Ausgabe, wo so ein Überblicksartikel zu LernOS drin ist, findet ihr vorne am Tisch, kann sich jeder eins mitnehmen. So. Erstmal eins, wenn am Ende des Tages noch übrig sind, könnt ihr gerne auch noch mehr mitnehmen. Und die LV 1871 in Alexander Rose. Die brauchen einen großen Applaus da hinten. Ja. Alexander, kommt trotzdem mal vor. Du hast mir gestern Abend so viel erzählt, was ihr macht. Ich fand es spannend. Ich glaube, die meisten Teilnehmer hier wissen nicht unbedingt, was ihr hier macht, wie groß ihr seid, was euer Themenspektrum ist, warum ihr sowas macht. Vielleicht zwei Minuten mal. Gestern hatten wir ausgemacht, dass ich heute nichts sage. Das ist eine Überraschung. Ja, genau. Also wir sind ein kleines mittelständisches Versicherungsunternehmen, was sich vielleicht gar nicht mehr als Versicherung versteht. Für uns ist das Thema Lernen und neue Mitarbeiter anzuwerben sehr schwer in München. Da gibt es viele andere interessante Arbeitgeber wie Google, wie BMW. Und wir haben uns vor längerer Zeit mal überlegt, was müssen wir eigentlich tun, damit wir, ohne dass wir vielleicht in den 20-Uhr-Nachrichten Werbung schalten, auch gute Leute bekommen. Wir sind nicht darauf angewiesen, ein bisschen bessere Mitarbeiter zu haben als die anderen, damit es uns morgen auch noch geht. Und für uns ist schon lange klar, dass ein Schlüssel im lebenslangen Lernen liegt. Wir müssen unsere Mitarbeiter weiterqualifizieren, auch im Versicherungsbereich. Ist es so, dass die Aufgaben, die einfach sind, repetitiv sind, schnell wegfallen werden und es bleiben noch anspruchsvolle Aufgaben über. Und was machen wir mit den Mitarbeitern, die heute normale Sachbearbeiter sind? Die wollen wir qualifizieren für die Jobs von morgen, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen. Und LernOS habe ich letztes Jahr kennengelernt in einer Alpha-Version und als ich es gesehen habe, war mir sofort klar, das ist der heiße Scheiß. Das will ich für die LV 1871 haben. So habe ich das in der Graswurzelbewegung, ne, ohne mal jemanden zu fragen, mal mir fünf Leute gesucht, die das auch cool fanden, auch jemanden aus der Personalabteilung und auch übergreifend aus anderen Abteilungen. Dann haben wir es einmal so durchgeführt und dann haben wir der Personalabteilung gesagt, super, wie können wir das verankern? Genau, und deswegen seid ihr heute alle hier. Danke, Alexander. Er hat mir gestern noch gesagt, dass seine Chefs schon ein bisschen verwundert sind und seine Kollegen auch, was hier alles passiert. Also wenn jemand auch von der Versicherung hier mal reinschneidet, mutig den Packen erzählen, was hier ist, was hier abgeht. Ich glaube, da können wir ihm alle helfen, dass wir die Tagesschau ersetzen. Okay, herzlichen Dank. Karl-Heinz. Ja, Joachim hat eben all denen gedankt, die so den Rahmen dafür bilden, dass wir heute hier zusammenkommen können, also die es finanziert haben, die Räume bereitgestellt haben. Ich finde es immer wichtig, auch darauf hinzuweisen, wenn ihr alle heute nicht hier wärt,
würde dieser Community-Event nicht funktionieren können. Also herzlichen Dank, dass ihr hier seid und einen Applaus für euch selber. Und ganz wichtig scheint mir zu sein, Simon mal Danke zu sagen, denn wenn er nicht die Idee gehabt hätte, LernOS überhaupt zu entwickeln und seine ganze Erfahrung von Cognion der letzten Jahrzehnte, würde ich beinahe sagen, dort mit hineinzupacken und da ein Produkt draus zu machen und dann zu sagen, jetzt machen wir auch so ein Community-Event da draus. Herzlichen Dank, Simon. Danke dir. Simon, und vielleicht kannst du uns an der Stelle auch gleich erklären, es ist ja ein eigenartiger Name, LernOS Rockstar Camp. Wie kommt es denn zu so einem Namen? Ja, da gibt es ein paar Quellen. Zum einen mal, weiß nicht, ob ihr die vielleicht die Online Marketing Rockstars kennt. Das ist eine Marketingkonferenz, die einfach Konferenz anders denkt. Ich war auf so vielen Business-Konferenzen, die ich irgendwie ziemlich langweilig fand, und auch Digitalkonferenzen hatten teilweise nicht mehr anständiges WLAN, geschweige denn begleitende Community oder so Dinge. Und da finde ich, ähnlich wie Harald mit den VUCA-Rockers, bietet die Digitalisierung und die neuen Arbeitsmöglichkeiten einfach Wege, wie man das Ganze anders rocken kann. Also das ist so der eine Aspekt gewesen. Der andere ist natürlich der, dass uns die digital vernetzte Wissensgesellschaft ganz neue Möglichkeiten bietet. Deswegen habt ihr ja auch so ein LernOS Rockstar Band bekommen, weil letztendlich, ob aus der Wissensgesellschaft Rock'n'Roll wird oder nicht, das liegt eigentlich nur an euch. Ja, also wir haben das in der Hand, das zu tun, und das soll so ein bisschen die Botschaft von dem Camp sein. Das wird nächstes Jahr auch ein anderes Motto bekommen. Also wir haben gesagt, in der Mitte ist immer so ein Platzhalter, wir starten mal mit Rockstars und nächstes Jahr wird da wahrscheinlich was anderes stehen. Ja, schönen Dank. Dann okay, ich glaube, da schauen wir eine Folie an. Diese? Ja. Diese hier. Diese war Simon, komm mal in die Mitte. Weil du hast uns das aufgegeben, du hast gesagt, be excellent to each other. Ja. Was müssen wir denn machen? Excellence, Business Excellence, Excellence allgemein ist ja ein Konzept, das nicht so leicht verständlich ist. Was verstehst du drunter? Genau, also aus dem Eck kommt es eigentlich nicht, die vielleicht den Chaos Computer Club kennen. Dort ist das so die zentrale Community-Regel und die fasst, finde ich, sehr gut in einem Ausdruck zusammen, was so die Leitlinie für den Tag sein soll. Be excellent to each other heißt, wir helfen einander, wir teilen Wissen, wir versuchen, dass wir neue Leute, die in die Community reinkommen, aufnehmen, ihre Perspektive wertschätzen, auf Augenhöhe in den Sessions, in den Assemblies sind, aber auch ganz operative Sachen. Wir haben überall Müllsäcke ausgehängt, wir schauen, dass wir hier am Ende nicht eine vermüllte Elfe 1871 hinterlassen, sondern dass ein einigermaßen ordentlichen Zustand ist. Wenn wir heute Nachmittag wechseln von hier in die Sessions, könnt ihr die Stühle mitnehmen und die hinterher ins Plenum wieder mitbringen. Also eigentlich so das Mindset, dass jeder so drüber nachdenken sollte, was kann ich tun, um was Gutes für die anderen zu tun und was Gutes auch für das Event zu tun. Wenn man jetzt mal vom Chaos Computer Club wieder zurück zu Business Excellence kommt, gibt es ja bei Business Excellence auch ein wichtiges Konzept für Excellence, das heißt Balanced, also Dinge auszubalancieren. Und ich habe verstanden, dass du eigentlich auch bei dem Teilnehmerkreis versucht hast, eine Balance hinzubekommen zwischen unterschiedlichen Disziplinen. Vielleicht können wir einfach auch mal kurz nochmal die Disziplinen beleuchten, die du hier eingeladen hast, die anwesend sind, dass man mal sieht, wer eigentlich in der Runde ist. Ja. Also klassisch sind das Business Manager wahrscheinlich auch. Ja, das ist so der Eck, wo wir herkommen, sage ich ja auch nachher noch ein bisschen was dazu. Aber mein Eindruck war halt, dass in diesem ganzen New Work, New Learning, New Leadership Bereich es schon wieder anfängt, dass Silo-Bildung passiert. Mhm. Wie wir hier stehen, Corporate Learning Community sind innovative Leute, aber aus dem HR-PE-Weiterbildungsbereich. Digital Workplace, Social Intranet ist wieder eine ganz andere Community. Ich sehe Andreas Matern, Carsten Ebens, Manfred Langen, das ist so seit 20 Jahren Wissensmanagement Community. Und da gibt es ein paar Protagonisten so zwischen HR, IT, Winfried von Telekom Kommunikation, die so schon was zusammen machen, aber die Events und die Community sind doch irgendwie separiert und es befruchtet sich wenig. Mhm. Und das war die Idee sozusagen, so ein Event auch als so eine Brückenbauer-Veranstaltung zu machen, dass so diese Communities und dieses Gedankengut, was da drin ist, eben auch zusammenkommen kann. Wollen wir mal checken, wer fühlt sich denn zu der Wissensmanagement-Community angehörig? Okay, das sind die Wissensmanager. Dann hattest du die Leute, die Corporate Learning, Personalentwicklung, Corporate Learning, jo. Okay. Dann so die Leute, die so neue IT, Kommunikationsplattform, Digital Workplace, New Work. Manche melden zweimal sich, ja? Okay.
Ja, eine schöne Mischung. Gute Mischung. Ja. Coole Mischung. Okay. Karl-Heinz, ein anderes Element von Exzellenz ist auch noch Augenhöhe. Ja, das ist dein Stichwort, Augenhöhe. Da sind wir gleich bei den Regeln, die für Barcamps gelten, aber die gelten natürlich heute für die gesamte Veranstaltung ganz genauso. Wir haben ja heute Vormittag Vorträge und ab dem Nachmittag beginnen dann die Barcamp-Sessions. Und ganz kurz zusammengefasst für diejenigen, die noch nicht so oft bei einem Barcamp waren, es gibt da eigentlich drei große Prinzipien. Das eine Prinzip heißt absolute Freiwilligkeit. Also jeder entscheidet immer selber, in welche Session er geht. Er entscheidet auch in der Session, ob das für ihn weiter interessant ist. Man kann sich in Session, hat immer zwei Möglichkeiten, wenn es nicht so interessant ist oder nicht das ist, was man sich vorgestellt hat. Man bringt sich in die Diskussion so ein, dass das in die richtige Richtung geht. Oder man steht auf und geht raus und geht in die nächste Session oder macht sogar seine eigene Session mit ein paar Leuten, die ja draußen rumstehen. So, Freiwilligkeit. Also geht nur nach euren eigenen Interessen heute vor. Das ist ungewöhnlich im Business-Umfeld, aber es ist sehr wirkungsvoll. Zweite Idee oder zweites Prinzip ist, jede Perspektive ist richtig. Also versucht nicht in den Sessions eine Wahrheit rauszufinden, es gibt immer mehrere davon. Und freut euch eigentlich über ganz unterschiedliche Perspektiven, ganz unterschiedliche Sichtweisen. Ihr müsst nicht euch einigen, was richtig ist. Achtet mal so ein bisschen selber darauf, was es mit euch macht, wenn ihr so mosaiksteinartig eure verschiedenen Perspektiven von anderen zusammensetzen könnt. So, und das dritte Prinzip ist das gleiche Augenhöhe-Prinzip. Also bei Barcamps verabredet man die Ansprache mit dem Vornamen, was wir hier sowieso machen, und auch man verwendet das Du und lässt alle Titel und Funktionsbezeichnungen weg. Das Einzige, was zählt, sind die Beiträge. Also man bringt nichts schon an Funktionen oder Wichtigkeit mit, sondern man bringt sich ein auf gleicher Augenhöhe. Ich glaube, in der Runde hier ist es gar nicht problematisch, hier brauchen wir das gar nicht weiter erläutern. Ein Punkt habe ich noch. Einer meiner früheren Chefs hat gerade ein Buch geschrieben über sein Berufsleben und ich habe mir das jetzt am Wochenende mal durchgelesen und er hat mich an ein Thema erinnert, das fand ich ungeheuer spannend, der hat nämlich ein Prinzip genannt, create and maintain an attitude of healthy discontent, also konstruktive Meinungsdiskussion. Und ich finde es spannend eigentlich, weil in unseren Communities, ich sage mal in unseren Silos, ist man oft zu konsensfähig, zu konsensorientiert, zu konsensliebend. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass in so einer komplexen VUCA-Welt alles auf eine Linie eigentlich rausläuft. Ich glaube, da braucht man Meinungsvielfalt. Und das ist für mich einfach auch ein Wunsch an die Veranstaltung, durchaus auch mal kritisch zu diskutieren. Ich glaube, gerade wenn wir siloübergreifend jetzt diskutieren, wird es automatisch eigentlich kommen. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, dass wir halt mal aus diesem Like, Like, Like rauskommen müssen und sagen, nee, ich habe da auch eine andere Meinung, und dass wir die mal kritisch diskutieren. Also einfach auch vielleicht nochmal das kritische Diskutieren gehört auch zu Exzellenz dazu und natürlich kann man dann sich hinterher auch eine gemeinsame Meinung bilden. Also nicht nur immer großen Linien, dem großen Hype nachrennen. Okay. Housekeeping haben wir noch ein paar Themen. Jawohl. Zu den Rahmenbedingungen. Ihr habt alle einen Becher bekommen. Da kommen wir nachher noch. Haben wir einen extra. Wie bitte? Becher haben wir extra dann noch. Achso, okay. Ja. Dann Location, wo was ist. Für all diejenigen, die es noch nicht rausgekriegt haben, das WC ist hier hinten. Es gibt hier ein männliches und weibliches WC, habe ich gesehen. Das Essen steht da hinten und der Kaffee, mit dem bedient ihr euch bitte dort mit eurem Becher, den ihr euch heute Morgen abgeholt habt. Wir haben vor, ganz viele Dokumentationen zu machen, unter anderem auch mit Fotos und mit Videos. Und ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen, auf den Bildern zu sein, die dann natürlich auch ins Netz kommen sollen, damit auch andere davon erfahren, was wir hier gemacht haben. Wer so ganz und gar nicht auf dem Bild sein will, der soll sich immer fernab von der Kamera oder hinter die Kamera stellen. Und, wir haben auch Papiertüten, glaube ich, immer. mit so Löchern drin. Genau. Vielleicht mal kurz Hand. Hat jemand was dagegen, auf einem Bild zu sein? Dann können wir uns alles andere sparen.
Nee, ist eine sehr offene und transparente Community hier. Okay, ja, dann zum Ablauf sagt Joachim noch was. Wir haben einen WLAN, genau. Wir haben einen WLAN hier für euch alle. Nutzt alle eure mobilen Geräte, die ihr habt. Simon hat das, glaube ich, vorher auch schon angekündigt. Dieses Thema dort zu dokumentieren, ist etwas, was meiner Ansicht nach auch ganz viel mit eigenem Lernen zu tun hat. Was man einmal geschrieben hat, hat man viel besser im Gedächtnis. Aber wenn ihr das auch noch mit den anderen teilt, dann haben andere auch noch was davon. Und so entstehen natürlich dann auch schöne Protokolle, die nicht nur eure Gedanken beinhalten. Also versucht, auch wenn ihr es bisher noch nicht so gemacht habt, da mitzumachen. Dazu gehört auch Twitter. Twittert heute, wir haben einen Hashtag, der heißt LostCamp19, sodass man alles findet, was unter diesem, was heute hier zu diesem Camp auf Twitter veröffentlicht wird. Genau. Wir haben versucht, es euch einfach zu machen. Also was ihr da seht, sind die Poster, die überall auch in den Räumen hängen. Ihr müsstet eigentlich mit Abscannen von dem QR-Code automatisch ins WLAN kommen. Wenn nicht, ist das hier WLAN, LernOS und das Passwort. Und mit dem QR-Code kommt ihr direkt auf die Einstiegsseite mit der Dokumentation auch zu allen Sessions auf Connect. Also ihr seid möglichst schnell dort, wo ihr hin müsst in dem Sessionraum, wenn ihr dort mitschreiben wollt oder was kommentieren wollt. Ja, Sessionräume gibt es auch ganz real. Die sind hier drüben, Sessionraum 1 bis 3. Wenn ihr hinter der Glaswand seid, sind die da auch beschriftet. Und, genau. Und wundert euch nicht, dass sind im Moment keine Stühle drin, weil wir das ganze Stuhlkontingent hier gebraucht haben. Das heißt, ihr müsst dann nach der Mittagspause entsprechenden Satz Stühle mit in die Sessionräume rübernehmen. Die Assemblies bleiben hier in der Halle quasi. Ja. Und zur Dokumentation, Simon, könntest du vielleicht noch ein bisschen was sagen? Genau, also wir haben auf dieser Einstiegsseite, ich weiß nicht, vielleicht mal kurz Hand hoch, wer hat die schon mal gesehen auf Connect, diese Einstiegsseite? Okay, das sind die Experten, wenn ihr Fragen habt, wendet euch an die. Wir haben dort sozusagen eine Übersicht gemacht über das ganze Programm, also da findet ihr alle Vorträge angelegt mit den Zeiten, dort findet ihr den Sessionplan, dort findet ihr auch die Assemblies und wir sehen es gleich noch auf einer Folie, unter jedem steht so ein kleiner Link, Dokumentation. Man gelangt quasi auf jeder Seite zu einer extra Dokumentationsseite, wo ihr drauf schreiben könnt und unten dran kommentieren könnt, wenn ihr Links habt, wenn ihr Kommentare habt zu der Session. Da ist so die Idee, dass das die Kristallationspunkte sind, was weiß ich, Podcasting-Assembly, gibt es irgendwie eine Diskussion, die weitergeführt werden soll, dass man dann dort ab morgen sozusagen einen Ort hat, wo die Diskussion stattfinden kann. Mhm. So, jetzt kommen wir zum Kaffeebecher. Jetzt kommt der Becher, genau. Ja, dieser Kaffeebecher, da hat sich Simon große Mühe gegeben, dieses Thema Nachhaltigkeit, was wir als Veranstalter generell wirklich vorbildlich vormachen sollten, hier auch umzusetzen mit dem Becher, der ist sogar kompostierbar. Genau, also Becher. Der ist voll biodegradable, sagt man, komplett abbaubar. Ich habe neulich mal die Zahl gehört, wie viel Einweg-Kaffeebecher weggeschmissen werden in Deutschland. Das sind irgendwie 3,5 Milliarden, also eine irre Summe. Das heißt, die erste Idee ist, dass ihr den Becher tagsüber verwenden könnt, weil da haben wir nicht so viel Umlaufgeschirr. Die zweite Idee ist, dass ihr den dann auch mitnehmen könnt und wir hoffentlich nächstes Jahr nur noch 2 Milliarden Kaffeebecher verschwenden. Ja, genau. Genau, da drin sind ganz... Ja. Da drin sind neben so ein paar Aufklebern noch ein Stift und was man bei Karl-Heinz schon am T-Shirt sieht, sozusagen das Namenstag. Und dort sind, erklär du vielleicht kurz... Ja, denkt dran, so ein paar Tags, also Stichworte, die euch so heute durch den Kopf gegangen sind, kurz aufzuschreiben. Das hat so den Sinn, wenn man euch gegenübersteht, kann man euch darauf ansprechen. Und gleichzeitig, ihr braucht nachher bei der Vorstellrunde, die wir nämlich nach den Vorträgen machen, damit jetzt im Livestream das nicht auftauchen muss, dass ihr dann nachher wisst, was ihr sagen könnt. Also überlegt euch zwei Stichworte, die euch heute so durch den Kopf gehen. Nicht lange überlegen, einfach das, was euch spontan einfällt, dabei nehmen. Okay. Es gibt 3 Hauptpunkte oder 4 Programmelemente. Ein Programmelement, ich gehe es kurz mal hinter mich, ist das ganze Thema, wo es darum geht, ja, Barcamp-ähnliche Sessions zu machen. Jetzt wird jeder fragen, ja, wann machen wir eine Sessionplanung? Die Sessionplanung hat Simon im Vorfeld gemacht, indem er die Themen einreichen konnte. Die Themen konnte man ranken, das sind die Barcamps. Es gibt aber durchaus die Möglichkeit, hast du gestern gesagt, wenn jemand ad hoc was machen möchte, sowas durchaus anzugehen. Genau, also es wird hier in der Mitte wird Raum sein heute Mittag, ja. Wenn ihr da durch den Gang durchgeht, da vorne, wo die vordere Garderobe ist,
da ist auch noch mal ein freier Raum. Also wenn ihr sagt, da brauche ich mal eine Stunde, will dort irgendwas machen, der kann völlig frei belegt werden, klebt einfach ein Post-it an die Tür, von 14 bis 15 Uhr ist hier das und das, und dann könnt ihr den Raum nutzen. Also einen haben wir sozusagen noch komplett offen. Okay. Die anderen Session-Räume sind nummeriert, finden sich alle quasi hinter dem Essen. Dort sieht man den Session-Raum 1 und so ein bisschen ums Eck 2 und 3. Okay. Das zweite Element sind Assemblies, Community Assemblies. Das ist, glaube ich, ein neues Element. Also Impulsvorträge, Barcamp-Sessions kennt man, aber was sind Assemblies? Ja, also Assemblies kenne ich auch aus dem Kontext des Chaos Computer Clubs. Im Kongress sozusagen sind Assemblies die Anlaufstellen, wo einfach Teile der Community dauerhaft zusammenkommen können. Ich habe immer das Gefühl, so eine Barcamp-Session, die ist 45 Minuten. Wenn man an irgendeinem Thema mal dranbleiben will, braucht man vielleicht mal einen Nachmittag oder gar einen ganzen Tag. Deswegen haben wir gesagt, das wollen wir mal ausprobieren. Wir haben hier 7 Assemblies, haben sich gemeldet. Das sind die Tische hier außenrum, die haben alle so einen Aufsteller. Vorne dran klebt überall so ein kleines Schild. Das heißt, manche Assemblies machen zu einem bestimmten Zeitpunkt Programm. Also ich habe schon so gehört, da hinten seht ihr, Leonid baut das Podcast-Studio auf. Wer um 13 Uhr mal so einen Einstieg haben will, wie mache ich eigentlich meinen eigenen Podcast, kann dann dahin kommen. Das sind aber so Anlaufstellen, wo ihr dann zu Themen wie Working Out Loud oder Sketchnoting, die Kollegen malen da schon ganz fleißig, sehe ich, sozusagen einfach hingehen könnt und euch zu dem Thema mal aufschlauen könnt und dort dann auch zu den Themen gearbeitet wird. Sind die Assemblies geschlossene Gruppen, Teamgruppen, oder kann ich auch einfach hingehen, wenn es mich interessiert? Störe ich die da nicht? Ist die Idee, dass die quasi offen sind. Wir werden die auch nachher noch ein bisschen räumlich auseinanderziehen, dass man da mehr Stühle außenrum bekommt. Also scheut euch nicht, einfach hingehen, gucken, fragen, was macht ihr da? Und wenn die Kollegen an der Assembly exzellent sind, dann werden sie euch das auch sofort erklären. Gut. Okay. Wollen wir die Assemblies kurz durchgehen nochmal? Ja, genau. Ja. Gib mal das Mikro rum, genau, Mikro dann kann jeder kurz was sagen. Die Assemblies, dass jeder mal sagt, was er dort macht. Hier haben wir die, wen haben wir hier? How to Barcamp Assembly. Die Blanche, wo ist die Blanche? Vielleicht kann die kurz. Moment. Ich habe Materialien mitgebracht zum Thema How to Barcamp. Wir machen viele Barcamps im Unternehmen- und Bildungskontext und wer Interesse hat, kommt vorbei und ich erzähle ein bisschen. Erster Tisch, der zweite Tisch, das sind die Sketchnoting Assembly. Wer möchte dazu was sagen? Wir haben den Prototypen des Sketchnote LernOS Leitfadens mitgebracht. Den zeigen wir euch von 14 bis 15 Uhr und beantworten Fragen dazu. Und ansonsten kann man jederzeit vorbeikommen und hier einfach zeichnen. Danke. Working Out Loud, was kann man bei euch kaufen? Da, die Petra ist hier vorne. So schnell kriege ich das nicht hin. Wir haben erstmal überlegt, was könnten wir denn zu dritt, wo wir uns noch gar nicht kannten, zum Thema Working Out Loud sagen. Und wir haben jetzt einfach mal für uns Fragen definiert, wo wir sagen, die könnten für euch interessant sein. Wie kriegt man Working Out Loud ins Unternehmen? Was unterscheidet LernOS und Working Out Loud? Agilität. Wir haben einfach mal einen Fragenkatalog, in Anführungszeichen, hingelegt. Und wen es interessiert, der kommt vorbei. Wir haben uns noch nicht organisiert, wann wir wo, wer wann wo ist. Aber es wird immer jemand da sein, wahrscheinlich. Okay, hier sind wir in der Hardcore-Ecke, hier treffen sich die VUCA-Rockers. Ja, Hardcore, wir wollen natürlich die Organisationen hacken, also wenn es irgendwie interessiert, wie man mit Netzwerken arbeitet, wer ein Guide-Konzept bei sich selber schon etabliert hat oder eins etablieren möchte, darum geht es bei uns. VUCA-Rockers heißt der Tisch hier, wir werden den ganzen Tag da sein, vielleicht als kleines Special um 14.30 Uhr machen wir eine Cross-Konferenz. Ich war nämlich eigentlich eingeladen für die Keynote in Köln auf der Festival of Change und wir haben gesagt, hey, wir machen das einfach von hier. Also wer Lust hat, kommt dazu, kann auf 2 Konferenzen. Okay. Gut, und hier noch die... LernOS Assembly, kann ich was sagen, genau. Also für die, die den Leitfaden Version 1.3 von dem LernOS For You sich geholt haben, haben gesehen, da sind schon 2 Platzhalter drin für einen Getting Things Done Lernpfad und einen Objective Key Results Lernpfad. Und da wollen wir in 2 Blöcken mal drüber sprechen, was so ein Cutter, also Übungsset sein kann, um jeweils die auch zu erlernen, um diesen Platzhalter dann in der Version 1.4 zu füllen. Und im dritten Slot wird der Winfried mal vorstellen. Telekom macht sehr schön von so Change-Maßnahmen sogenannte Geschichten des Gelingens. Das sind so kleine Büchlein, die sie dann auch sehr schick drucken. Ich denke, du hast ein paar dabei wahrscheinlich auch. Sehr gut, nickt.
Und wir haben mal überlegt, quasi da auch so eine Art Standard oder Format zu definieren, wie wir so methodenübergreifend solche Geschichten des Gelingens sammeln können, dass da vielleicht so ein Good Practice Pool entsteht und man die nicht in seiner eigenen Organisation immer mühsam selbst sozusagen generieren muss, sondern sich aus dem Pool welche wählen kann, wenn man die ersten eigenen hat, die dazufügen kann. Also so ein offener Geschichten des Gelingen Pools, das wird im dritten Slot dann sein. Okay, hier in der Ecke haben wir das Podcast Assembly, ein ganz spannendes Thema. Was macht ihr? Was habt ihr? Was kann man bei euch anschauen? Also zum einen kann man sich bei uns insgesamt anschauen, wenn man einen Podcast macht, aber auch haben wir uns überlegt, ob so ein, beziehungsweise Simon hat sich überlegt, so einen Lernos-Guide für Podcasting zu haben. Deswegen würden wir auch hier mal vielleicht Fragen und Anregungen sammeln, was in so einen Guide reinkommen muss, damit jemand systematisch mit so einem Guide Podcasting lernen kann, im Unternehmen oder privat. Also hat zwei Sinne sozusagen, das ganze Thema. Okay. Danke. Und dann haben wir noch... Ich glaube, das war die Zero Bullshit Knowledge Management Assembly. Wo ist denn der Tisch? Den habe ich gar nicht gesehen. Steht er frei rum? Befürchtet, als ich dich weggehen sah. Also der Tisch ist hinten rechts. Zero Bullshit Knowledge Management spielt darauf an, dass das Thema Wissen in Organisationen nach wie vor wichtig ist, aber irgendwie etwas sperrig zu vermitteln war die letzten 20 Jahre. Und wir haben da ein paar Ideen, wie man das vielleicht einfacher abkürzen kann und im 21. Jahrhundert das Thema Wissen zu vermitteln. Gleichzeitig ist es mit dem Andreas Matern zusammen die ständige Vertretung der Gesellschaft für Wissensmanagement. Yeah. Okay. Gut, vielen Dank. Also wir haben das ein bisschen intensiver gemacht, weil das Assembly ein neues Thema ist. Und das letzte Themenfeld, das wir haben, das letzte Format. Oh, Simon, da wolltest du noch was zu sagen. Da stolpe ich jetzt gerade drüber. Genau. Ja, Format sind sonst die Impulse. Die Impulse kommen, gleich. Dann machen wir gleich. Genau, wer schon mal in den LernOS-Leitfaden 1.3 reingeblättert hat, hat vielleicht gesehen, dass da eine neue Cutter drin ist, um so in der Woche 0 quasi eine Circle, so ein Big Picture sich mal zu verschaffen. Das ist eine Methode, die kommt von dem Dave Snowden und zwar nennt sich die Future Backwards. Da macht man eigentlich in so einer Gruppe, in so einem Team von 5 Leuten, 10 Leuten, jeweils in 5 Minuten überlegt man sich mal, wo stehen wir denn heute in Bezug auf ein bestimmtes Thema? Einfach in Stichpunkten. Wo kommen wir her? Welche Ereignisse in der Vergangenheit haben zu dem Zustand heute geführt? Wo wollen wir denn eigentlich hin? Also dieser Heaven, ne? Was ist so unser Zielbild? Wo wollen wir vielleicht in 3 bis 5 Jahren sein? Gleichzeitig auch die Hölle, also was wollen wir auf jeden Fall vermeiden? Und dann der Stairway to Heaven, also quasi was bringt uns vom heutigen Zustand in den Himmel hinein? Und wir haben das einfach mal neben der Tatsache, dass es im Leitfaden ist, hier auch auf so einer Stellwand abgebildet. Das heißt, hier werden nachher dann gleich auch Post-its davor ausgelegt. Ihr könnt einfach sozusagen euren Eindruck, wo stehen wir heute bei LernOS, was haben wir in der Vergangenheit gemacht, vor allen Dingen aber auch, wo sollten wir in der Zukunft hin, was sollten wir da tun, was sollte die Roadmap für die nächsten Jahre sein, auf ein Post-it kleben, da draufschreiben. Und das wollen wir halt verwenden, um dann zu überlegen, was soll so der Kurs in der Community sein, was sind die Themen, die wir als nächstes bearbeiten, was könnte das Thema eines nächsten Camps beispielsweise sein. Also die wird einfach fix dann neben dem Sessionplan stehen. Sobald euch da irgendwas einfällt, kommt da hin, schreibt was auf ein Post-it, hängt es dahin. Okay, so jetzt haben wir die Kollegen im Livestream neidisch genug gemacht, was hier alles stattfindet, was sie nicht mitbekommen. Was sie aber auf jeden Fall mitbekommen, sind die Impulsvorträge. Bei den Impulsvorträgen war die Entscheidung, jetzt keine langen Vorträge zu machen, sondern kurze Präsentationen zu machen, um einfach auch die Themenvielfalt zu sehen, weil sonst müssen wir, glaube ich, 2 Tage uns treffen, wenn wir es intensiv diskutieren. Wir haben jetzt etwa 1,5 Stunden für Impulsvorträge. Von der Zeit liegen wir eigentlich auch ganz gut. Karl-Heinz, habe ich was vergessen? Haben wir noch ein Thema? Nee, Simon? Ich glaube... Genau, wir kriegen schon die den Karte Hinweis, gezeigt, wir sind perfekt fertig in der Zeit und übergeben damit an Simon für seinen ersten Impulsvortrag LernOS State of the Union. Ja. Vielleicht Simon. Sollten wir doch nochmal den Stage Manager hervorheben. Ja, Martin ist unser Stage Manager heute. Der sorgt dafür, dass die richtigen Leute auf der Bühne sind mit dem richtigen Mikrofon in der Hand und die Bühne rechtzeitig verlassen. Ja. Okay. Noch wichtiger. Also, los geht's.